Hallo zusammen. In diesem Video zeige ich euch die Quest Kein Zurück anzunehmen bei Stilagosa, Inazuna, bei den Koordinaten 50, 27. Ich soll hier strahlende Lehrkristall verwenden, um verwundete Drachen zu heilen. Hier habe ich auch die Namen von den Drachen, die ich heilen muss. Eine ist anscheinend in der Höhle. Jawohl. Drachen anklicken und dann den Kristall. Wie es aussieht, muss man dafür bis zum Ende durchkanalisieren, dann hat man es. Dann, der nächste Drache ist hier. Das ist dieser da. Okay. Die Gegner wollen mich daran hindern. Logischerweise. So, Kristall anklicken, wird geheilt. So. Den nächste Drache habe ich mit einem Charakter ewig gesucht, der war schlecht zu sehen. Das ist hier der kleine Drachling, den man schlecht sieht. Das ist dieser da, das ist Semigosa. Das Gute ist, man muss ihn gar nicht anklicken, um ihn zu heilen. Einfach Kristall anklicken ihn bei seinem Punkt und es geht. So. Okay. So, dann ab zum letzten. Der wird auch bewacht von dem Mob. So, Kristall anklicken in seiner Nähe, oder ihr könnt ihn auch anklicken und dann Kristall benutzen. So, damit sind die Drachen geheilt. Nun geht's zum Abgabepunkt. Das ist wieder bei Stilagosa. Inazuna bei den Koordinaten 50, 27. Hoffentlich konnte damit jemand helfen. Also ich habe den kleinen Drachen schon eine Zeit lang gesucht. In diesem Sinne, tschüss!